Und weiter geht's hier mit einer neuen Folge im Hausflipper, im Castleflipper allen. Aber jetzt geht's um das Haus. Das heißt, wir bauen uns jetzt wahrscheinlich unsere eigenen vier Wände. Und so ist es. Da kam gerade noch die Info. Baut ein Haus. Sehr schön. Und was wirklich gut ist, man hat die freie Wahl. Wir hatten ja im letzten Video gesehen, wie man tutorialmäßig so ein vorgegebenes Haus baut. Und jetzt haben wir eben die Chance, das eigenständig hier zu errichten. Baut ein Haus, vier Fundamente, vier Dächer, okay, eine Tür. Wir haben also nicht so viel Materialien. Ich dachte gerade schon, es wäre ja geil, wenn man jetzt frei bauen kann. Aber nee, das leider noch nicht. Wir müssen erstmal die Basics machen. Fackeln, Axt zerstören, verändern, putzen. Wo ist denn jetzt bauen? Also, das heißt, wir müssen jetzt erstmal, ich habe gerade ein wenig gesucht, ins Inventar gehen. Da haben wir es doch. Und im Inventar gehen wir dann wahrscheinlich auf Gebäude, Häuser. So. Siehst du, da haben wir es doch. Und da können wir jetzt raussuchen. Und da gibt es dann auch die Option mit Schlössern und so. Deko, Garten, Schlafzimmer, Küche, Badezimmer. Perfekt. Perfekt. Also, wir fangen an mit dem Fundament. Und haben natürlich jetzt hier die Möglichkeit. Ich meine, letzten Endes können wir es genauso nachbauen, wie gerade schon gebaut. Oder wir bauen es vielleicht ein bisschen. Soll ich so über Eck bauen? Bietet natürlich dann vielleicht ein bisschen weniger Platz. Aber mehr Chance, es auszubauen, ne? Fundamente kann man so ein bisschen noch drehen. Zack und zack. Und oh, jetzt habe ich schon gebaut. Kann ich noch mehr bauen? Ja. Okay, okay, okay. Die Frage ist, ob mir gleich die Materialien fehlen, ne? Wobei, es geht, glaube ich, gerade einfach nur ums Geld. Das heißt, ich kann gerade einfach hier, ich gebe gerade einfach nur das Geld aus, was ich gerade verdient habe, oder in den letzten Tagen. Ist auch nicht schlecht. Komm, wir ballern das hier noch so hin. So. Machen wir hier so ein bisschen über Eck. Und jetzt bauen wir hier schön die... Warte mal, wenn ich doch hier gerade Inventar hatte. Kann ich das hier reinziehen? Ja, sehr gut. Einfach in die Leiste reinziehen. Also wir brauchen Wände, wir brauchen noch Türen. Wände. Dann brauchen wir noch Dach oder das oder das. Gucken wir gleich mal. So, machen wir erstmal die Wände, beziehungsweise fangen wir an mit der Tür. Wenn wir doch hier so schön reinkommen, in unser Haus, würde ich sagen, geht wir hier durch rein und wollen hier, aber auch hier sehen, wer denn da zu Besuch kommt. Dann wollen wir das hier auch. Dann wollen wir das hier auch. Da muss man aber natürlich sagen, ich glaube im Mittelalter waren so viele Fenster gar nicht üblich, weil viele Fenster heißt ja auch viel Verlust der teuer erkauften Wärme im Haus, ne? Also so ganz, aber egal, wir wollen das ja ein bisschen modern machen. Wir sind ja moderne Mittelalter. So. Das ist aber schon jetzt groß, ey. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, und dann setzen wir jetzt hier. Jetzt wird es aber auch spannend. Wie kriegen wir denn jetzt hier das Dach hin? Da bin ich ja jetzt echt gespannt. Wie fügt sich das Dach bei der Geschichte hier geschlossen zusammen? Fügt es sich überhaupt geschlossen zusammen oder nicht? Okay, hier connected das Auto. Ja, guck mal hier. Ja, ja, oder? Oder? Nee.
Nee, nicht so richtig. Richtig wäre hier und hier. Und hier wäre jetzt eigentlich, kriegt man das mit dem... Nee, kriegt man nicht richtig hin. Also solche Übereckbauten, ich glaube, das struggelt es. Das geht offensichtlich noch nicht. Oder ich habe es noch nicht gefunden, wie. Das ist ein bisschen schade. Ich guck mal, wie das gleich aussieht, wenn es verputzt ist. Wahrscheinlich sieht es schäbig aus, oder? Da ist einfach ein Loch oben drin. So, jetzt brauchen wir erstmal Holz. Altes Holz hätte ich gerne, aber für den Fußboden nur. Das sieht doch ganz schicki aus hier. Die dunklen Dielen. Ja. Altes Holz für den Fußboden. Da kommen so die Felder ganz schick raus. Und jetzt hätte ich ja gerne... Haben wir denn noch Stein und sowas? Ist das nur eine Frage des Preises? Makelloser Stein, glatter Stein, Steinputz, feiner Putz, altes Holz. Ich nehme einfach mal Putz, kein Material. Auch nicht. Okay, wir haben nur Holz oder altes Holz. Wir nehmen Holz in Normaloptik und ballern hier einmal die Wände dicht. Und natürlich das Dach. Und jetzt ist es natürlich wieder... Jetzt wird es gleich spannend. Wie sieht das Ganze jetzt gleich aus? Das ist gut, dass man es von unten machen kann und von innen nicht sieht. Und von außen hast du hier tatsächlich so einen Winkel. Alter, das weiß ich ja nicht, ob das schmeckt, ne? Also da fehlt dann definitiv noch so eine Einheit... Winkel nach draußen gehend, also und nach innen gehend. Da wäre natürlich jetzt... Oder es flippt halt automatisch um und connected an beiden, ne? Aber schon sehr schicke Sachen. Fenster habe ich noch nicht reingetan. Wir wollen ja auch noch Fenster drin haben. Wollen auch noch Türen. Ich nehme erstmal die. Die kosten ja alle gleich. Das ist doch schon mal ganz schick, das Teil. Dann machen wir hier noch Fenster rein. Dann nehmen wir aber auch jetzt die dazu so ein bisschen besser passen. So. Mit dem dunklen Holz. Oh, da habe ich aber hier schräg reingebaut, Alter. Fällt gar nicht auf. Das Grundstück ist so schräg, daran liegt das. Wenn ich hier lotrecht arbeite, kann ich ja nichts dafür, wenn die Erde so krumm ist. So. Ich könnte jetzt noch irgendwie so Schnickschnack hier reinstellen. Das heißt, wir können hier mal gucken. Oh, die helle Decke macht einen komischen Eindruck. Ne? Sieht aus wie im Gewächshaus, wenn von oben so das Licht kommt. Es ist wirklich, die beleuchtet regelrecht. Die beleuchtet den Saal, ne? Hat man echt den Eindruck. Stellen wir noch ein paar Möbel rein und so Sachen. Hier, sowas, ja, bam. So, kommst du rein und hast du erstmal hier schön. Bam, den fetten Tisch. Geil, Alter. Also, ein Tisch hier für den Babbo. Ein Stuhl. Und fürs niedrige Volk. So. Oh, Alter, die sind aber hoch. Dann sitzen die ja höher als ich. Nee, das wollen wir nicht. So. Die Arbeiter, die kommen dann hier so hin. Fertig. Perfekt. Was haben wir denn noch? Tische haben wir, kleine Dinger haben wir, Stühle, Schränke, alles da, alles richtig gemacht. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen neben der Küche kommt eigentlich reicht's, ne? Schlafzimmer. Da kommt hier erstmal ein schönes, dickes, fettes Bett hin. Diese Königsmarken hier, was bringt das? Keine Ahnung, was das bringt, aber ich baue das mal. Oder ist es nur für... Ist das nur für königliche Gemächer oder so Sachen? Nee, kann ich auch bauen. Sieht zwar ein bisschen nackig aus, aber kann man machen.
Bett. Alter. Also so ganz viele Sachen gibt es noch nicht. Aber im Großen und Ganzen reicht das ja auch, ne? Wenn man... Ja, schön ein bisschen mondän, Alter. So. Hier mit Spiegelchen und so Sachen. Wenn man mal morgens aufsteht und ein bisschen verwuschelte Haare hat, damit du dann, ne, auch vernünftig vor den Rechner kommst und ein Video aufnehmen kannst. Sonst sieht das ja wieder aus, Alten. So. Das ist auch schon wieder ganz vernünftig hier. Badezimmer brauchen wir auch noch. Hier, so ein Waschzuber, Alter. Das ist ja geil. Alter, was ist das hier aus Marmor oder was? Richtig edles Waschgerät, ey. Uff, ist klar. Aus Marmor geschlagener Bottich, ey. Aber nicht schlecht, ey. Oder gibt das so Aufwertungspunkte? Vielleicht gibt es so Aufwertungspunkte dazu. Machen wir hier unterm Fenster das Waschbecken. Du kannst mal so rausgucken zwischendurch. Ah, sehr gut. Ja, kann auch mal aufmachen hier. So, schicki, ey. Und die heroische Musik die ganze Zeit. Super. Alter. Beleuchtung gibt's auch noch. Schnickschnack, das ist wichtig. Schnickschnack wollen wir. Ja, Mann, geil. Kronleuchter. Kann ich den in der Höhe variieren? Platzieren, drehen. Also das Deckending backt irgendwie in der Decke fest. Finde ich jetzt so semi. Was ist damit? Der hängt auch... Ah doch, der geht. Also ich hätte gern ein bisschen tiefer. Ah, oh ja, schicki, ey. Das ist halt schon so ein bisschen mal was besser eingerichtet. Die Butze, Alter. So, was haben wir noch? Oh, Alter, Kamine. Nee, das ist doch wild. Und das, dann haben wir hier auch was für einen Backofen für die Küche und so Sachen. 50, einfacher Backofen. Mit Küche, Küchenzeile, mit allem drum und dran. Das geht auch. So, dazu noch ein bisschen Werkzeug. Hier so einen hängenden Topf und sowas. Nee, ne? Das ist aber gefährlich. Nein! Abbrechen. Was kann ich denn jetzt damit machen? Jetzt stehen die hier so rum. Ich lass die einfach jetzt hier so stehen, Alter. Ja, nimm dir einfach ein Messer oder eine Gabel, die stehen auf dem Tisch. So, was haben wir hier? Haben wir noch ein bisschen Brot. Perfekt. Dann brauchen wir hier noch so einen Zaubertrank, so einen Mana-Trank. Und, Alter, der Besen ist aber auch unnormal riesig, oder? Der kommt in die Ecke. Ist ja schon richtig wohnlich hier, ey. Krug Bier. Oh, dann ist aber das Bier... Alter, das ist doch kein Bier. Haben bestimmt ein paar Kölner entwickelt, ey. Katastrophe, Alter. Ah, aber vernünftig große Pullen Wein. Ah, das schmeckt... Okay. Sehr gut, ey. Sehr gut. Läuft. So, was haben wir denn noch? Flaggen und Schnickschnack brauchen wir nicht. Beleuchtung haben wir genug. Teppiche. Ja, Alter, Bärenfell, ne? Ist ja wohl klar. Zack, Bärenfell. Hinten in der guten Stube. Oh, der ist aber mickrig, ey. Nehmen wir lieber den. Der ist nicht so mickrig. Kann man auch feiner umdrehen? Das fehlt mir auch so gerade, dass man so ganz, dass man fein dreht. Das flippt halt nur so hin und her. Und wenn du halt nicht zufällig irgendwie in den Winkel gebaut hast, sieht das halt immer irgendwie schräg aus, ne? Oder passt halt nicht. Das ist halt, das ist ein bisschen mäh. Hühner und Tiere können wir auch noch draußen hinstellen. Kisten und Co. hatten wir auch. Also ich glaube, wir haben alles. Garten und so können wir auch ein andermal machen. Gehen wir erstmal nach draußen. Da wartet ja auch noch eine Aufgabe auf uns. Workshop. Dies ist eine Werkstatt. Hier könnt ihr den Namen oder Städte ändern und so weiter.
Banner und Möbel freischalten. Alter, das gucken wir uns aber beim nächsten Mal an. Das wird ja wild. Bis zum nächsten Mal.